Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder mit dem Schrammo. Hallo Schrammo. Hallo. Du spielst jetzt eine Deutsche. Ich spiele jetzt mal die Deutschen, genau. Ich spiele jetzt nochmal eine Runde mit den Namis. Nehme ich mal an. Namis? Mit den Namis? Was sind denn Namis? Den Namis. Namis sind gut. Verstehst. Glaube ich, nein, oder? Ehrlich, warte mal. Eigentlich brauche ich die gar nicht unbedingt zu leveln gerade. Ich brauche eigentlich mehr Geld. Mehr Lions. Aber ich will nicht unbedingt mit T7 unbedingt jetzt spielen. Kann auch einfach T6 spielen. Kann ich auch Russen spielen, das ist kein Problem. Da bin ich kurz vor T7, dann. Wie du magst, mir ist Wurst. Dann spiel ich noch eine Runde Russen, vielleicht wäre ich ja T7. Vielleicht wäre ich T7, mal gucken. Vielleicht wirst du T7, dann spiele ich nochmal die. Ich spiele die Amis. Die Briten. Dann die Briten meine ich. Tu das. Gut. Wunderbar. In die Schlacht. To war, to battle, to whatever. For victory. And honor and everything beer. Else. And beer. And many of beer. And steaks and Biere. Donuts and Schokolade. Schokolade? Schokoschokolade. Schokolade. Schokoschoko. Vorherrschaft, okay. Scheiße. Jetzt hätte ich mal die Briten mitnehmen sollen, hätte ich einen Torpedobomber gehabt. Ah, ärgerlich. Na egal. Ist ja eh Vorherrschaft, von daher sind die Bodenziele nicht so wichtig. Machen dir Torpedobomber Spaß? Ich mach das gerne, ja. Also ich fliege ja generell eine Bombe und mit Torpedos ist halt noch eine Nummer anders und mir macht das halt Spaß. So. Was fliege ich denn? Ich fliege mal zuerst die Bowfighter, die hat Raketen dabei. Ich nehme auch schon auch mit der IL-2 wegen Raketen. Das sind so Karten, die finde ich schwierig. Beispielsweise. Ja. Wobei die geht sogar noch. Die geht sogar noch. Landet da jetzt jemand bei B? Glaub nicht. Dann mache ich das. Ja, landet du mal sonst da. Also ich lande da jetzt nicht und ich sehe da jetzt auch. Oh, da, du bist ja ganz schön schnell unterwegs, kann das sein? Wobei rechts von dir kommt noch eine MC202. Ich bin relativ schnell, aber ich kann mich ja auch abbremsen. Ich muss einfach so ein bisschen hin und her trudeln. Dass ich da bin, bin ich schon auf 200. Okay. 280 oder so. So. Landegeschwindigkeit. Ups. Ups, hört sich nicht gut an. Nee, war schon gut. Ich bin nur abgejumpt quasi. Gehüpft. Richtig. So, einmal starten. Ich gucke mal, haben die Frachtschiffe dabei? Die lassen sich ja meistens am einfachsten ausschalten. Aber wir haben hier nur Schlachtschiffe, Zerstörer und leichte Kreuzer. Oh je. Mhm. Die L2 kommt direkt auf mich zu. Weg von mir. Ich habe sie aber ausgeschaltet. Oh Gott, Zerstörer schießen auf mich. Oh Gott, noch eine Hurricane. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich muss weg hier, Hilfe. Sturzflug. Die Hurricane hat schon mal abgedreht. Nee, doch nicht, die verfolgt mich noch. Aber die kommt nicht ran, ich bin schneller. Eieiei, war ja nochmal knapp, ey. Ich muss hier weg, 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 ich muss hier weg. Tendenziell kann ich ja dann mal auf die Hurricane gehen. Jetzt, wo die da. Ach, die ist schon kaputt. Oh Gott. Passiert. Eine blöde Idee, zu den Schiffen zu fliegen, eine ganz blöde Idee. Weil hier sind nämlich nicht nur die Schiffe, die auf einen schießen, sondern auch. Oh Gott. Mehrere Jäger. Sie verlassen ihr Flugzeug in 15 Sekunden.
Meine Güte, da ist ja was los hinten. Ich werde mich davon jetzt auch fernhalten. Ich werde jetzt einfach nur über der Insel bleiben und da halt auf Jägerjagd gehen. Also willst du gar nicht auf Schiffe gehen gerade? Nee. Die Lust daran ist mir gerade vergangen. Ich denke, das macht dir so viel Spaß. Ja, aber eben war das halt nicht so lustig. Vor allem habe ich jetzt nichts mehr mit Raketen. Ich hätte nur noch meinen Bomber und Bomben. Ja. Auf Schiffe finde ich ein bisschen blöd mit Bomben. Also sie sind treffbar, aber du musst, das ist so wie mit so wie mit den MG. Das ist einfach frustrierend, weil du musst da so viel drauf werfen. Ja, ich werde gleich mal mit den Raketen da drauf gehen. Ich werde mal ein bisschen hier um B kreisen und beschützen. Ich bin hier bei A gerade. Ja, also noch drei noch bei B, die schleichen sich an. Nee, jetzt sind es vier. Dann kommt noch eine Bowfighter dazu. Oh. Das ist ein Zerstörer, auf den gehe ich jetzt mal. Oh, die teilen noch gut aus, die Dinger. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ah, Hilfe! Zerstörer habe ich zerstört. Zerstörer zerstört, haha. Da, da, da. Schieß doch mal, du blöde Kanzel. Der Kampf um B hat begonnen. Oh, du bist nicht Buffer, zieh hoch, zieh hoch. Mein Gott, ich kann nicht mehr hoch. Lol, er hat mich weggerammt. Großartiger Typ. That's how he rolls. Hat mir einen Flügel abgerissen, der Trottel. Naja, gut. Schade, das war's wohl mit meinem Raketenbomber. Ja. Das war's dann wohl. Kann nur versuchen, mit meiner Typhoon nochmal ein paar Bomben da abzuschmeißen, aber. Ja, ich finde das. Das finde ich nämlich ein bisschen krass. Also, wenn du so auf die Zerstörer zufliegst, das ist einfach nur so eine massive Wand von Geschützfeuer, was da auf dich drauf prasselt. Ja, gut, okay, da sind jetzt aber. Ist ja nicht nur ein Zerstörer, das ist ja mehrere Schiffe. Das ist schon. Ja, ich meine, das ist natürlich deswegen, viel, ja, was da kommt. Ich meine, das ist halt so eine massive Wand, gegen die du da anfliegst. Ja. Also, ich glaube, mit Torpedos bist du am besten dran, weil die größte Reichweite gegen die Zerstörer haben, oder? Ja, oder halt, wenn du wirklich große Bomben von oben fallen lässt, also die richtig großen Dinger, da kannst du auch wieder ausrichten. Aber du musst halt auch treffen. Es ist blöd, wenn die Schiffe fahren, ne? Weil die Dinger können ja auch recht hoch schießen, die Schiffe. Ja. Also du musst schon super hoch fliegen und dann, wenn die Dinger auch noch fahren, dann, ja, musst du halt können, sagen wir es mal so. Ich versuche mal zwei Bomben abzuwerfen auf die Zerstörer. Wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber ich will es mal versuchen. Irgendwie fokussiert sich hier gerade alles auf A. Also bei B ist gar nichts mehr und jetzt sind alle bei A. Von beiden Teams. Ehrlich? Ich finde, da geht's eigentlich gerade. Es ist gar nicht so viel. Treffer immerhin. Naja. Viel wahrscheinlich nicht. Aber ich habe ihn getroffen. Ich treffe ja auch gerade. Das ist Niak 7. Gut, dann kann ich ja mal auf Jägerjagd gehen. Haha. Genau. Zerstörer zerstört, Jäger gejagt. Ach. Flugzeug geflogen. Ja. Der Wahnsinn. Kritischer Treffer, Höhenruder beschädigt. Sehr schön. Und da geht er auch. Der geht noch nicht down. Oh. Verdammt, ich bin zu schnell. Ey, wie kann das denn schon wieder sein? Ach, eine Bowfighter. Boah, Bowfighter, ey. Diese Immerdinger. Ich verlor einen Flügel.
war quasi flügellos. Ha. Mir wurde gerade einer extrem heftig abgeschossen. Im Bo-Fighter-Style. Bo-Fighter-Style? Opa, Fighter-Style. Bo-Fighter-Style. Also irgendwie geht das Match schon wieder sehr lange. Ich so das zieht sich vor allen Dingen, es tut sich bei den Punkten irgendwie nichts, wir hängen fest. Ja, das ist halt typisch für diese Seekarten, deswegen fliege ich hier nicht so gerne. Ja. Aber A ist ja komplett, ey, da brennt es ja nur. Guck dir das mal an. Wir sind alle bei A gewesen. Bei B ist, da sind jetzt ein paar von uns, aber. Ja. Ich suche gerade feindlich. Guck mal, ob hier oben irgendwas rumfliegt, aber hier ist nichts. Wir müssen alle wieder bei A sein. Ja, ja, da ist ein ganzer Pulk, die verteidigen gerade A, wie blöde. Warum auch immer. Ich meine, warum, weiß ich schon, aber ich meine, da sind ja gar nicht mehr so viele. Ja. Also es wäre wahrscheinlich nicht mal notwendig. Das meine ich damit. A safety first. Oh, guter Treffer. Stürz ab, stürz ab. Haha. Na, dann nicht. Wo ist die L2 hin? Ich sehe nichts. Oh, da bist du. Ja, ich bin gerade auf die Bo-Fighter. Mit wenig Erfolg. Ich hab sie getroffen, aber nicht kritisch. Oh, da ist ein Era Cobra. Die möchte ich haben. Einfach nur, weil es ein Era Cobra ist. Den Präventivschlag mal, bevor das Vieh dich angreift. Ja. Nein, ich habe hier irgendeinen Ruder verloren. Hecksteuerung beschädigt. Nein, immer, oh nein. I'm on fire. Da ist Kunst auch dazu, sieht noch hübscher aus. Zack, die ist kaputt. Und eine sanfte Wasserlandung. Oh, warum sind. Warum? Hab ich jetzt schon wieder. Bin ich schon wieder so kaputt? Was schießt denn da ständig auf mich? Ja, gute Frage. Naja, da konnte ich nicht mal ausweichen. Aber noch ein Mittel genommen. Und was wurde ich jetzt abgeschossen? F6F. Was ist das? Was ist ein F6F? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Flugzeug 6 Fighter. Mhm. Keine Ahnung. So, was haben wir da denn? Marek Streckel, Dakisa 91. Wenn jemand mal so wagemutig wäre, auf A zu landen. Oh, gute Idee. Mach ich nachher, wenn ich irgendein Schrottflugzeug habe, lande ich einfach auf A und fliege wieder los. Geh mal runter. Gott, sind da viele. Oh, ich gehe da jetzt nicht rein. Doch, ich bin schon voll dabei. Klappt bestimmt. Das ist eine sehr richtig gute Idee gewesen. Ich flieg zu den anderen Piloten da und flieg denen hinterher. Awerk raus. Das sind zwei Air-Cobras. Ja, uns. Wird schon schief gehen. Von uns meine ich. Von uns. Achso, das ist gut. Das klappt alles. Das brennt da so. Die Landebahn ist richtig schön markiert. Mhm. Oh, da schießt was auf mich. Oh, wir haben A. Oh, wir erobern gerade A. Nicht mal ich. Ah! Aber kriegen wir es? Wir kriegen es nicht, ne? Ne, dann lande ich doch nochmal. Ich geh jetzt auf diese IL-2-Veteranen da. Komm schon. Ich brenn zwar. Du hast genug. Ja. Zone. Von wo? Was denn? Ach nee, Teambeschuss. Das ist ärgerlich. So, ich habe unter Opfer meines Lebens A erobert und jetzt fliege ich mit meinem Bomber. Ich kann doch nicht einfach A wieder verlieren, was macht ihr denn? Ich bin dafür gestorben. Scheiß Teambeschuss.
So, wie steht's denn eigentlich? Oh, da liegen in Führung noch. 2192 Tickets zu 1816. Mhm. Weil wir gerade das Flugfeld hatten. Mhm. Und wer hat's erobert? Ha, ich weiß, du brauchst mich nicht loben. Fliegt da jetzt auch mal hin, ich will's auch mal erobern. So, Zerstörer. 9,6 Kilometer entfernt. Mal gucken, was ich da reißen kann mit meinen Bomben. Hier vielleicht größere Bomben mitnehmen sollen. Wäre klüger gewesen. Was noch cool wäre, wenn man auf dem Flugplatz landen kann und dann halt noch seine Bewaffnung umändern kann, weißt du? Wenn du eh nachgeladen bist. Das wäre echt noch etwas Cooles, finde ich. Ja. Die mich mit aller Macht davon abhalten wollen, zu landen. Oder ein zerstörter Menschen, ich glaube den nehme ich. Ich lande ja aber jetzt trotzdem. Bist du so dreist, ja? Hab's aber nicht geschafft, weil die auf mich geschossen haben, wie bescheuert. Gott. Das ist doch eine ekelhafte Runde. Ah, das ist nicht wirklich schön. Die haben gleich ihr letztes Schiff verloren. Ich werfe gerade Bomben. So, mal gucken, was passiert. Und das sieht gut aus, das sieht gut aus. Aber nur Treffer, nicht zerstört. Wir verheizen aber da viel mehr Flugzeuge, am Ende gewinnen die. Ja, ja, natürlich. Ich bin gerade in meinem letzten Flugzeug drin. Ja, ich auch. Und das letzte Schiff ist down. Es wird Zeit für ein Bomber-Looping. Wie viele da auf der Landebahn stehen? Ich lade gerade nach. Ich werde gleich mal so eine schöne Reihe darunter einfach schnurstark auf die Landebahn. Ich hoffe, ich erwische da keinen eigenen von uns, wenn der gerade landet. Natürlich ärgerlich, wir nehmen gerade einen. Brumm! Teambeschuss! Den lasse ich nicht reparieren. So, 10 Sekunden. Ich drehe schon mal wieder in Richtung Landebahn. Du wirst auch nicht überleben, mein Freund. So, jetzt positioniere ich mich hier schön. Meine Kanzel schießt, das heißt, ich bin in Gefahr. Meine Spinnensensoren schlagen aus. So, das heißt, ich muss mich beeilen. Sturzflug Richtung Landebahn. Bomben im Anschlag. Und einfach mal die Landebahn bombardieren. Mal gucken, was passiert. Komm jetzt auch mal runter zu dir und spiel mal das Mutterschiff hier mit meinen Kanzeln. Ja, du könntest mir mal helfen. Kanzel feuert. Rep, rep. Ich bin zu schnell. Ich bin super zu geil. Tut mir leid. Wie er mich schon wieder gerammt hat, ey. Meine Fresse. Mir fehlt ja ein B sogar gerade. Da bist du. Special Delivery. Ja. Bomber fühle ich mich jetzt auch ein bisschen nutzlos, weil was soll ich denn ausrichten? Also ich kann jetzt nur noch hier irgendwo die Gegend kreisen und hoffen, dass meine Kanzel irgendwo wegballert. Jetzt haben sie beide Airfields. Ja. So, das Mutterschiff trifft bei B ein. Ah, ich hätte landen können, ne? Na egal. Jetzt zu spät. Los, Kanzel. Treffer. Das ist kaputt. Die haben sich gerammt. Oh ja, die haben sich gerammt, glaube ich.
Oh, ich habe einen Abschuss bekommen. Interessant. Abgeschossen von Schrammung. Awesome Bomber ist awesome. So, mal gucken. Ich bin aber, ich muss noch einen größeren Bogen fliegen, um hier landen zu können. In Richtung Sonne. Und Landebahn. Deine Fahrwerke hast du noch nicht draußen. Ach, jetzt. Dort da. Aber da landet eine Hellcat vor mir. Kriegst auch die Punkte, wenn du landest. Ja, gucken. Ich bin ein wenig schnell. Wobei. Yay, Zone erobert. Oh, die Hellcat ist irgendwie kaputt. Und ich bin auch kaputt. Boom. Ja, das war auch mein letztes Flugzeug. Gut, ja, an der Stelle verabschieden wir uns dann leider verloren. Also ich nehme mal ganz stark an, dass wir da verloren haben, weil die einfach nur... Ah, es wird noch ein sicherer Sieg bestimmt. ...wie die Mädchen verteidigt haben, die blöden Pussys. Ja, gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao. Tschüss.